bin ja immer so auf der Suche, welchen Panzer ich euch als nächsten präsentieren will. Die Garage bei Armored Warfare gibt ja auch schon einiges her. Und da bin ich irgendwie über einen Panzer gestolpert, den ich persönlich noch nicht mal wahrgenommen habe. Und da dachte ich mir, hey, wie geil, den muss ich mir mal genauer anschauen. Und zwar handelt es sich hierbei um dieses feine Gerät, um den VBR. Dementsprechend dachte ich mir, ja, den gucke ich mir mal an. Den kann man sogar mit zwei interessanten Türmen spielen. Den mit dieser Kanone, die 30mm, die ich nutze. Es gibt auch einen reinen Raketenwerfer, aber eben nur Raketen. Und das finde ich dann doch so ein bisschen, wo ich mir denke, nee, nein, da will ich also dementsprechend schon ein bisschen die Maschinenpistole auspacken. Dementsprechend machen wir also dieses Mal diese Kanone. Ist ein französischer Panzer. Schauen wir uns die Geschichte an. Der auf dem VAB basierende französische VBR ist ein gepanzertes Spähfahrzeug mittlerer Größe, das über eine Reihe von Schutzvorrichtungen verfügt, wie die Stahlwanne mit Verbundpanzerung und Panzerglas. Der VBR besticht dank seiner adaptiven hydropneumatischen Aufhängung durch hohe Mobilität auf allen Oberflächen. Und bevor ihr jetzt lacht, hydropneumatisch ist nicht so leicht, wenn man es vorlesen muss und nicht tut. So, Alpha-Schaden, ja, 82 relativ wenig, genauso wie der Durchschlag. Der Schaden pro Minute wäre ganz cool, aber da müssen natürlich auch erstmal alle Granaten treffen und auch dann für Schaden sorgen. 1400 Hitpoints, nicht so viel. Die Panzerung eigentlich nicht wirklich vorhanden. Die Höchstgeschwindigkeit 110 km/h, holla die Waldfeder, geht einiges. 2,3 Sekunden von 0 auf 32. Die Wannenschwenkung 65 Grad pro Sekunde fast. Ja, also alles vernünftige Werte. Aber ich würde sagen, das Ding muss man sich anschauen. Da bringt es jetzt nichts zu lamentieren. Deswegen, wir springen jetzt ins Gefecht, schauen, was er so kann und legen jetzt direkt los. Ja, und da sind wir jetzt also auch schon. Operation Rotes Opossum. Nekriels Löwen haben diese Insel besetzt, um natürlich Ressourcen auszubeuten und eine strategisch wichtige Basis als Austragungsort für Überfälle gegen ISR-Stellung zu errichten. Die ISR hat seine Truppen auf eigene Öltanke gerettet. Hindere Nekriels Löwen daran, den strategisch wichtigen Kontrollpump einzunehmen und sichere die Flucht der Tanker. Ja, das sind doch alles machbare Sachen. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Die Öltanks muss man sabotieren. Das klingt so nach meiner Aufgabe, schätze ich mal. Und Top-Tier bin ich. Schützenpanzer haben wir recht viele hier am Start. Also kaum schweres Gerät. Nur der Challenger und der Challenger 1, also Falcon und 1, sind so die einzigen, die so ein bisschen den Konterpart machen. Den Bradley. Ich liebe solche Kanonen einfach. Ihr seht übrigens, ich habe unten wieder aktivieren können, dass ihr auch den Schaden im Spiel seht. Hatte ich eine Zeit lang ja so ein bisschen vercheckt. Ich will auch den aufschalten. Hat jetzt irgendwie nicht so gewollt, wie ich wollte. Jetzt also. So lange dafür gebraucht. Sehr genaue Kanone, das gefällt mir gut. Uiuiui, der muss aber da mal schleunigst hier weg. Ach, ich schieße dir weiter auf den Turm. Da weiß ich, dass der Schaden ankommt. So. Nicht, dass der sich jetzt auf mich konzentriert, der Vogel. Mann, ey. Das mit dem Aufschalten will heute irgendwie gerade nicht so. Oh, ich komm. Keine Pressure. Jo. Ich muss ja echt aufpassen. Ihr kennt's mich, ihr wisst, dass ich dazu neige, schnell und früh zu sterben, beziehungsweise zumindest mir nicht großartige Gedanken, um meinen Hitpoints zu machen. So. Oh ja, das war aber wirklich mit der letzten Granate gerade noch so. Nein, nein, nein. Also mit dem Ausschalten will es heute aber irgendwie so auch nicht so funktionieren. Ich komm nicht drauf, jetzt komm ich drauf. Natürlich, ui. Ist ja mal wieder schön, wenn hier die Chats drüber rauschen.
sind eigentlich die Öltanks? Noch nicht wirklich zum Sabotieren, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, von da kommen doch auch noch Lacher. Gegner. Jetzt da. So, den habe ich schon mal entsorgen können. Oh, oh. Oh, oh. Ich ziehe mich zurück. Jetzt dauert das Ganze natürlich wieder, bis ich nach... Abram steht schön für mich. Nein, jetzt dreh dich doch da nicht genau. Ging doch noch. So, auf den Leo muss ich aufpassen. Warrior. Oh, da hinten geht eine Arti auf. Okay, Arti ist raus. Ist klar. Nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Ah, schon wieder so low für den Hitpoints. Oh, oh, wer kommt denn da? Der Leo-Mann. Panzer hört sich schon wieder nicht so gut an. Der war gut. Der hat mir gefallen. Schön in die Schnittstelle geschossen. Zack. War es um ihn schon geschehen. Oh, ist klar. Sind die Öltanks das rote Ding, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber ich kann... Also da kann ich ja jetzt gar nicht hinfahren. Jo. Oh, 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 was ist denn da vorne? Noch KBMP, alles klar. Es geht noch. Ah, der frisst. Der hat gefressen, du. Aber richtig mal rein. So gehört sich das. Schön. Zack, schneller Wendekreis. Den anderen Punkt nehme ich jetzt mal ein. Jetzt check ich sie. Jo, so machen wir das genauso. Stellen wir uns da rein. Noch einer übrig. So, da fahre ich auch schnell hin. Wow. Uiuiui. Mein Kill! Schubidubibub! Wup, wup, wup. Nee, das wird nix. Hey, der lief. Der läuft jetzt ganz ordentlich. Bisschen einkufen mit dem, aber der Panzer, der kann was, der macht Spaß. Nein, 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 nein. Mach keinen Unsinn.
Auf den schießt natürlich keiner, den ich da hier klar gemacht habe. Immer typisch. Da war jetzt eher die Panik bei mir als irgendwas anderes. Scheiß auf Aim. Einfach schnell irgendwo mal drauf geschossen und erledigt. So, jetzt kommt. Na also. Da klappt's doch noch mit dem Damage. Ja, jetzt wollte ich auf. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Ich bin gerade zu doof zum Aufschalten. Der bricht es auch immer wieder ab. Ich halte die Taste gedrückt. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist. Ist ja nicht so, dass ich es nicht probieren würde. Ah, geschafft. Guter Panzer. Hat mich doch irgendwie am Anfang ein bisschen... Ja, ich weiß. Ich weiß, man merkt auch, dass ich das Game, dass ich hier kein Profi bin. Das ist mir eigentlich auch total wurscht, weil ich habe am Ende in den PvE-Missionen einfach meinen Spaß. Und das ist das Wichtigste an einem Spiel, dass man auch da seinen Spaß hat. So, solange ich jetzt nicht Letzter geworden bin, passt auch das dann noch mit dem Spaß. Schau mal, was da so rauskommt. Bitte nicht Letzter, bitte nicht Letzter, bitte nicht Letzter. So, was? Nicht Letzter, nicht Letzter. Ja, Platz 2 sogar. Und das war sogar gar nicht so unknapp. Also, eine schöne Runde gespielt. Ha, bin ich zufrieden? Ja, doch. Kann man schon lassen. Spähschaden. Nochmal 8000 gemacht. Ja, das lief. Das lief ordentlich. Cooler Panzer, cooles Gerät. Vielleicht spiele ich irgendwann den mal mit der anderen Kanone oder mit den Raketenwerfern. Mal gucken. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder eine Runde AW. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.